Train Fever ist eine Wirtschaftssimulation alter Schule und ein Nachfolger im Geiste zu Transport Tycoon. Ihr übernehmt den Personen- und Güterverkehr auf Schiene und Straße auf einer zufallsgenerierten Karte von 1850 bis ins Jahr 2000. Beim ersten Start des Spiels müsst ihr auch im Jahr 1850 anfangen, mit nur wenigen Transportmöglichkeiten. Eine erste kleine Dampflok und Pferdefuhrwerke genügen, um dicht beieinander liegende Städte zu verbinden. Mit der Zeit werden immer weitere Loks, Straßenbahnen, Busse und Lastwagen freigeschaltet, die sich alle an originalen Vorbildern und echten Daten orientieren. So wird langsam aus der Verbindung der einen Stadt mit der nächsten ein ganzes Transportimperium. Zumindest theoretisch. In der Praxis leidet das Spiel doch sehr daran, dass es insgesamt nur wenige verschiedene Fahrzeuge gibt und im Rahmen von 20 bis 30 Jahren eigentlich immer nur ein Fahrzeug in jeder Kategorie zur Verfügung steht. Genauso wie es nur 5 verschiedene Arten von Rohstoffen gibt, die jeweils in einer Fabrik zu generischen Gütern verarbeitet werden, die ihr anschließend in die Städte bringen könnt, um diesen zum Wachstum zu verhelfen. Holz aus Wäldern wird im Sägewerk zu Gütern, die komplexeste Produktion ist noch das Stahlwerk, das nur bei Belieferungen mit Kohle und Eisen Güter produziert. Dazu kommt ein großes Problem beim Balancing. Die namensgebenden Züge sind vor 1950 eigentlich kaum profitabel zu betreiben und der Schienenbau so teuer, dass man die Investitionen so gut wie nie wieder reinholen kann. Zwar funktioniert das Wirtschaftssystem sehr gut, der Einfluss von gelieferten Waren an Fabriken und Städte hat merkliche Auswirkungen, nur leider werden die weder im Spiel noch im Handbuch ausreichend erläutert. So werden in den Produktionsstätten zu Anfang nur sehr geringe Mengen Güter produziert. Liefert man mehr Waren an einer Fabrik an, bekommt die irgendwann ein Upgrade und produziert fortan mehr. Allerdings auch nur, solange man den gesteigerten Rohstoffbedarf decken kann. Im Grunde ein sinnvolles System, das auch ordentlich implementiert ist und gut funktioniert. Zusammen mit den sehr hohen laufenden Kosten für Bahnhöfe und vor allem die Lokomotiven und Waggons selber, muss man aber die Fabriken erstmal mit LKW für 50, 60 Jahre beliefern, bevor man mit einem Zug eine ausreichende Menge Material transportieren kann, um diesen profitabel zu betreiben. Liefert man dann auch noch mehr Güter in eine Stadt, als diese eigentlich benötigt, macht man allerdings wieder Verluste beim Transport. Es macht zwar zu einem gewissen Grad Spaß, diese Zusammenhänge auszutüfteln und sein Netzwerk an die stetig verändernden Bedingungen anzupassen, gerade weil das System an sich so gut gemacht ist, aber dann ärgert man sich doch wieder über andere technische Mängel im Spiel oder dass einem so gut wie nie erklärt wird, welche Option eigentlich was bewirkt. Nach einigen Jahren bekommt man die Möglichkeit, Straßen abzugraden in mehreren Stufen. Auf den anfänglichen Feldwegen lassen sich die Pferdefuhrwerke sehr gut betreiben, aber mit Einführung der ersten Lastwagen reichen die darauf fahrbaren Geschwindigkeiten nicht mehr aus. Das wird einem aber selbst im absolut minimalistischen Tutorial nicht mitgeteilt. Auch gibt es keine Tooltips, welcher Straßentyp welche Höchstgeschwindigkeiten erlaubt oder ob man die zusätzlich mögliche Busspur in den 1900er Jahren wirklich einbauen sollte, zumal die auch optisch nicht gut hervorgehoben wird. Und wen das noch nicht genug ärgert, der bleibt an anderen technischen Macken hängen. Etwa dem Autosave-Feature, das im Jahrestakt eure Festplatte mit immer größer werdenden Savegames zumüllt. Nach einer halben Stunde sammelt sich ungefähr 1 GB an, auf eine gesamte Spiellänge von 1850 bis 2000, werden locker 10 GB Speicherplatz nur für Savegames benötigt. Noch gar nicht angefangen von all den kleinen weiteren nervigen Stellen im Spiel selbst. Ihr wollt einen Bahnübergang mit eurer Straße bauen? Geht nicht. Andersherum, eine Schiene über eine Straße legen ist kein Problem. Unter gewissen Voraussetzungen. Das Terrain muss an dieser Stelle sehr eben sein und eure Straße wie auch die Schiene müssen auf derselben Höhe liegen. Nachträglich eine Straße über die Bahn ziehen, ist dagegen nicht vorgesehen. Es sei denn, man baut eine wesentlich teurere Brücke oben drüber. Und so einfach und praktisch das Verbessern von Straßen an sich funktioniert, mit gewissen Einschränkungen, das ist bei Schienen ebenfalls nicht möglich. Zwar lassen sich nachträglich Oberleitungen für E-Loks anbauen, aber ein Upgrade der normalen Schienen mit einem Tempolimit von 120 km/h
Auf die später verfügbaren Hochgeschwindigkeitsschienen bis 300 km/h ist nicht möglich. Da hilft nur Abreißen und Neubauen, was euch bei den exorbitanten Kosten durchaus in den Ruin treiben kann. Besonders wenn eure Züge in der Zwischenzeit nicht fahren können oder sich andere Wege durch euer Netz suchen und dort dann für Staus oder blockierte Signale sorgen. Was übrigens auch gerne bei Endbahnhöfen passiert, an denen zwei oder mehr Linien fahren. Egal wie viele Bahnsteige ihr an dem Bahnhof angebaut habt, an den Endpunkten wird grundsätzlich nur der erste Bahnsteig benutzt, was Staus fast unumgänglich macht, selbst mit trickreichen Signalkonstruktionen. Alles in allem ist Train Fever ein sehr zwiespältiges Spiel. Es hat eine hübsche, wenn auch funktionelle Grafik und ein gutes Wirtschaftssystem, dessen Mechaniken einigermaßen gut funktionieren. Wobei der einfache Schwierigkeitsgrad fast eine Sandbox ist, in der eine Firmenpleite fast ausgeschlossen ist. Während man auf dem höchsten ständig auf der Hut sein muss und im Micromanagement versinkt. Man kann einzelne Stadtbewohner auf ihrer Fahrt von zu Hause zum Arbeitsplatz in der Nachbarschaft begleiten und stufenlos von einer recht detaillierten Bodenansicht bis in den Himmel zoomen. Transportnetzwerke mit LKW und Straßenbahnen aufzubauen und im Laufe der Jahre wachsen und verändern zu sehen, kann trotzdem eine ganze Weile unterhalten. Aber mit einem Train Fever infiziert mich das Spiel an keiner Stelle, weil die Züge nur sehr schwer profitabel zu bekommen sind, der Schienenbau mitunter eine Qual ist und einem das Spiel viel zu wenig Informationen gibt. Bleibt aber noch die Hoffnung auf die Modding-Community, die zumindest das Problem der unprofitablen Züge schon angegangen ist und sogar bereits erste Zusatzfahrzeuge zum doch sehr knappen Fuhrpark hinzugefügt hat. In der jetzigen Fassung kann ich das Spiel aber nur denjenigen empfehlen, die sich an der Grafik des doch etwas betagten Transport Tycoon nicht mehr erfreuen können. Alle anderen sollten lieber zur kostenlosen Open-Source-Version des OTTD greifen, der im Grunde dasselbe bietet, aber schon mit dem Basispaket einen größeren Umfang bietet und durch unzählige Mods auf fast jeden Geschmack zugeschnitten werden kann. Und vor allem dank jahrelanger Entwicklung mittlerweile auch nahezu fehlerfrei funktioniert. Aber trotz aller Kritik, in meinen mehr als 35 Stunden Spielzeit bislang hatte ich als Fan der Tycoon-Spiele meinen Spaß mit Train Fever. Trotz aller hier aufgezählten Mängel und einigen weiteren nicht erwähnten. Im Kern funktionieren die Systeme eben doch und die Simulation ist sowohl glaubwürdig als auch realistisch. Wer dem in der letzten Zeit ziemlich brachliegenden Feld der Wirtschaftssimulationen etwas abgewinnen kann, wird mit Train Fever sicherlich auch seinen Spaß finden können. Es ist aber eben bei weitem kein so umfangreiches Spiel, wie der Text auf der Packungsrückseite uns gern weismachen will, und kommt mit so einigen Ecken und Kanten daher, die im Spielverlauf immer wieder nerven. Mit Blick auf mögliche Mods können Genrefans hier Unterhaltung finden. Wer mit Wirtschaftssimulationen nur bedingt warm wird, sollte sich lieber bei anderen Titeln umschauen.